von Persönlichkeiten, die noch leben, würde ich sagen, François Julien ist ein französischer Philosoph. Der hat ein kleines Buch geschrieben im Merve Verlag über Effizienz und Wirksamkeit im Westen und in China. Alle Mitarbeiter bei mir müssen als erstes dieses Buch lesen, wenn sie anfangen. Das Buch ist absolut handlungsleitend für unsere Arbeitsmethoden geworden. Es ist Weihnachten und diese Möglichkeit möchte ich nutzen, um ein Video einmal genau so zu gestalten, wie es mir am meisten Spaß macht. Das bedeutet, es geht um eine Buchbesprechung, es geht um einen französischen Philosophen, François Julien, den seine Bücher ich dieses Jahr gelesen habe und dessen Bücher mich dieses Jahr am meisten geprägt haben, weil ich von ihnen am meisten gelernt habe. Dieses Wissen möchte ich hier in diesem Video mit euch teilen. Bleibt bis zum Ende mit dabei, denn ich habe von keinem Buch dieses Jahr so viel gelernt wie aus diesem Buch, dessen Inhalt ich hier mit euch teilen möchte. Eigentlich wollte ich diese Buchbesprechung mit Andreas Beck machen. Ich habe mich einmal mit ihm über dieses Buch unterhalten, denn es ist auch sein Lieblingsbuch. Leider hat sich das jetzt nicht ergeben. Das bedeutet, ich werde hier alleine darüber referieren. Leute, bleibt bis zum Ende mit dabei. Es macht wahnsinnig Spaß. Wir wollen einmal starten mit unserer Art zu denken, denn, und das ist etwas, was ich immer mit Schmunzeln betrachte, wenn ich mir den politischen Diskurs der Verschiedenheiten der europäischen Kultur, der abendländischen Kultur und der chinesischen Kultur betrachtet, denn wir merken einfach, dass wir aus unserer Art zu denken nicht in der Lage sind, die Chinesen zu verstehen. Denn wenn man einmal die eigene Art zu denken verlassen möchte, sozusagen einen Ortswechsel des Denkens vollziehen möchte, muss man nach China gehen. Denn China ist eine der wenigen Kulturen, die sich fernab der unseren entwickelt hat, ohne dass starke Beeinflussungen von beiden Seiten stattgefunden haben. Stell dir einmal vor, du setzt einen Samen in dieser Erde und du setzt einen Samen auf einer anderen Erde. Dann ist natürlich das Endprodukt, die Pflanze, vermutlich verschieden, weil die Umstände, die Umgebungen komplett verschieden waren. Und genauso ist es mit der chinesischen Art des Denkens, mit der chinesischen Kultur, die sich fernab der unseren entwickelt hat. Denn wir haben aufgrund unserer Sprache, der indogermanischen Sprache, auch eine Verbindung zum Beispiel zu China, das Transkript. Dann haben wir eine Verbindung zu den Arabern über den Handel. Aber wenn du wirklich eine Art des Denkens entwickeln möchtest, die nichts mit der europäischen Art des Denkens zu tun hat, musst du eben nach China gehen. Denn die europäische Art des Denkens wurde ganz stark geformt von Adam, Noah, der Sintflut, dann über Mesopotamien, also der heutige Irak, ganz wichtig Ägypten, hat sich dann in Griechenland gefestigt und wurde sozusagen in Rom vollendet. Jeden, den die abendländische Kultur ein wenig mehr interessiert, empfehle ich auch hier die Herkunft Europas, kann man schön darin schmökern. Aber es geht jetzt darum, dass sich die chinesische Art des Denkens fernab der unseren entwickelt hat. Montesquieu hat das einmal im 18. Jahrhundert wahnsinnig schön ausgedrückt. Er hat gesagt, in China stoßen wir an die Grenzen des Christentums, einfach deswegen, weil unsere Religion in China niemals reüssieren könnte, einfach deswegen, weil China nie aufgehört hat, die Natur in Begriffen von Yin und Yang zu denken. Jetzt wird es wirklich interessant, denn wir nähern uns dem Begriff der Wirksamkeit. Das bedeutet, die europäische Wirksamkeit ist ganz stark durch die Modellform geprägt. Das bedeutet, wir, die Europäer, und das hat eben aus unserer Art des Denkens, aus unserer Geschichte ist das eben so entstanden, haben vor allem hat sich das dann
über die griechische Kultur, die in Rom gefestigt worden ist, über die Aufklärung so entwickelt, dass wir ganz stark die Modellform gedacht haben. Das bedeutet das griechische Telos, das Ziel. Das bedeutet, wir haben einen Plan, wir haben eine Struktur, wir haben ein Ziel, wir nutzen den Verstand, wir nutzen die Mathematik als Sprache. Und die Mathematik als Sprache zu nutzen, war der entscheidende Punkt, denn ab dem, da gibt es Kopernikus, da gibt es Galilei, ab dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben, Probleme mit der Sprache der Mathematik zu lösen, hat es bei uns Klick gemacht und unsere Kultur hat ihre Höchstleistungen geformt. Doch die Chinesen haben niemals angefangen, die Mathematik als Sprache zu betrachten, sondern sie haben die Natur immer in Begriffen des Yin und Yangs gedacht. Das bedeutet des ständigen Wandelns, der ständigen Neigungen. Ich werde euch hier ein paar wahnsinnig gute Beispiele liefern. Zum Beispiel der Feldherr. Der europäische Feldherr macht einen Plan. Der europäische Feldherr versucht, die Schlacht im Vorhinein zu konstruieren, zu durchtakten und überlegt sich, wie er auf jede Sache Aktio Reaktio reagieren muss. Der chinesische Feldherr macht das nicht, weil er weiß, dass am nächsten Tag auf der Schlacht es ganz sicher anders kommen wird. Das bedeutet, der chinesische Feldherr ist viel mehr dazu bemüht, oder der chinesische General ist vielmehr dazu bemüht, die Neigung, das Situationspotenzial auszunutzen. Und jetzt kommt es dahin, wo man wirklich den entscheidenden Faktor hat, was wir von der chinesischen Art des Denkens lernen können. Und da gibt es zwei Beispiele. Ich werde beide bringen, weil das der entscheidende Punkt ist. Wir wollen nochmal im Kriegszustand, denn da kann man sich das wunderbar veranschaulichen, bleiben. Das bedeutet, wenn du Krieg führst, sagt der chinesische General, es geht darum, im Vorhinein die Situation so aufzubereiten, so vorzubereiten, dass im Falle des Krieges du ohne großen Aufwand gewinnen musst, weil du alles eben so vorbereitet hast, dass der Outcome, also das Ergebnis, dein Sieg, einfach nur eine natürliche Bewegung aller Situationen ist. Denn du hast so gut vorbereitet. Das bedeutet, der Chinese geht nicht heroisch in den Krieg, um Heldentaten zu vollziehen. Der Chinese geht nur in den Krieg, wenn er weiß, dass er sowieso gewinnen wird, weil er weiß, dass die ganze Situation zu seinen Gunsten ausgelegt worden ist. Das bedeutet, er muss sich nicht einmal groß anstrengen, weil die Schlacht im Vorhinein bereits entschieden worden ist. Das ist ganz wichtig. Das bedeutet, die Chinesen werden sich nicht Taiwan schnappen, wenn sie nicht wissen, dass sie eigentlich schon gewonnen haben. Die Chinesen werden keinen Krieg beginnen, wenn sie nicht wissen, dass sie eigentlich schon begonnen haben. Es gibt da ein wahnsinnig charmantes Beispiel von einer deutschen Firma, die in China eine Brücke baut. Und die arbeiten mit einer chinesischen Firma zusammen. Und es ist ausgemacht, dass um die Brücke zu bauen, muss man zu einem Vorsprung kommen. Und diesen Vorsprung müssen die Chinesen bauen. Jetzt wissen die Chinesen nicht genau, wie sie den bauen können. Sie haben aber vertraglich festgelegt, dass sie ihn bauen werden. Das bedeutet, die Chinesen machen keinen Fortschritt. Die deutschen Ingenieure denken sich, ja, da ist doch jetzt in 2 Monaten, muss das doch fertig sein. Wie wollen die das denn schaffen? Aber warten ab, warten ab, warten ab. Und irgendwann kommt dann so ein Fragebogen von den Chinesen, wo 30 unnötige Fragen drauf sind. Und eine Frage ist, was passiert denn, wenn die Brücke nicht früher fertig wird? Und die Deutschen verstehen das nicht so und beantworten den, schicken den ab. Und dann am Tag des vertraglich festgesetzten Endes ist die Brücke nicht fertig. Und die Chinesen sagen, ja, schaut, die Brücke ist nicht fertig, was machen wir jetzt? Und die Deutschen sagen natürlich, Schadensersatz, ihr müsst das jetzt bezahlen, ihr habt das so ausgemacht, ihr habt das nicht eingehalten. Und dann sagen die Chinesen, ja, aber es war doch völlig klar, dass wir das nicht schaffen. Ihr habt das doch von Anfang an gesehen, dass wir nicht in der Lage sind, diese Brücke fertig zu bauen. Die Deutschen sagen, ja, nee, wir wollen jetzt einen Schadensersatz. Und sagen die Chinesen, ja, schaut mal, wir haben euch doch sogar ein Schreiben schriftlich zukommen lassen, wo wir euch gefragt haben, was wir denn machen sollen, wenn die Brücke nicht fertig wird. Das bedeutet, die Chinesen haben, dadurch, dass sie den Fragebogen geschickt haben, die Deutschen zu ihren Komplizen gemacht. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du willst, dass du eine Person manipulieren willst, dann musst du sie zu deinen Komplizen machen. Du musst dafür sorgen, dass sie mit dir in einem Boot sitzt. Und das ist die chinesische Philosophie. Das bedeutet, bei den Chinesen geht es nicht so sehr um das Ziel,
Es geht um den Nutzen. Es geht nicht darum, ich will das erreichen, sondern es geht darum, wie kann ich die Situation dahingegen manipulieren, dass mein gewünschtes Ergebnis sich aus dem Situationsumfeld, aus den Bedingungen, aus dem Situationspotenzial ergibt. Und das ist eine wahnsinnig intelligente und charmante Art des Denkens. Ein anderes sehr schönes Beispiel hast du von Deng Xiaoping. Wir alle wissen, Deng Xiaoping hat nach dem Tod Maos, also man sagt auch Deng Xiaoping, der Steuermann, hat nach dem Tod Maos die wichtigen chinesischen Reformen eingeleitet zu einer kapitalistisch orientierten Marktwirtschaft, die dann den Aufschwung Chinas ermöglicht haben. Doch Deng Xiaoping wusste, zu Maos Zeiten kommt er mit seinen Reformen nicht durch. Das bedeutet, er hat sich ins Hinterland zurückgezogen, hat abgewartet, bis Mao gestorben ist, weil er wusste, erst dann ist das Situationspotenzial auf seiner Seite, erst dann kann er die Reformen einleiten. Das bedeutet, wenn sich ein chinesischer Politiker zurückzieht, bedeutet das nicht unbedingt, dass das ein Zeichen der Schwäche ist, so wie wir das immer interpretieren würden. Wenn du dich zurückziehst, wenn du klein beigibst, ist das ein Zeichen der Schwäche. Nein, wenn sich ein chinesischer Politiker zurückzieht, dann vermutlich einfach deswegen, weil er weiß, das Situationspotenzial ist gerade nicht auf meiner Seite. Das bedeutet, ich muss jetzt ein wenig warten und ich warte, bis sich die Bedingungen in meinem Gunsten verändert haben und ich dann ohne Anstrengungen meine Agenda durchbringen kann. Und das Gleiche beim Investieren. Man kann hier so viel aufs Investieren übertragen, denn wenn der Markt nicht auf meiner Seite ist, the trend is your friend, wenn der Markt gerade in einem Bärenmarkt ist und es ein Winter ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, mich mit allen Anstrengungen darauf zu fokussieren, jetzt eine Überrendite zu erzielen. Nein, wenn die Situation gerade nicht auf meiner Seite ist, nicht zu meinen Gunsten ausgelegt ist, dann macht es viel mehr Sinn, mich zurückzuziehen, zu lernen, mein Wissen auszuweiten, neue Themengebiete zu durchdringen. Denn dann, wenn die Situation sich wieder verändern wird, kann ich sozusagen voll durchstarten und kann dann mit weniger Aufwand bessere Resultate erzielen. In dieser Hinsicht, man kann wahnsinnig viel von dieser chinesischen Art des Denkens lernen, die deswegen so charmant und interessant ist, weil sie aus einer anderen Kultur entstanden ist, weil die Chinesen und die abendländische, also die chinesische Kultur und die abendländische Kultur sehr wenig Kontakt miteinander hatte und deswegen konnten sie sich so divers voneinander weg sozusagen entwickeln. Und dieser Ortswechsel des Denkens ist deswegen so sinnvoll, weil er uns hilft, die Chinesen zu verstehen und weil er aufräumt, wenn zum Beispiel die Chinesen dann im Ukraine-Krieg eine Position einnehmen, die wir nicht ganz verstehen, weil wir uns einfach so denken, ja, bist du jetzt mit Putin befreundet oder nicht? Und jetzt bezieh doch mal klare Stellung. Nein, wieso sollte er denn? Der Chinese denkt sich vermutlich einfach, ja, lass doch den Putin mal vor. Soll er sich doch vorarbeiten? Soll er sich doch in der Ukraine aufarbeiten? Wir kaufen dann die billigen Rohstoffe. Die Chinesen teilen eine lange Grenze mit den Russen. Das wissen viele nicht, dass die Annäherung Chinas zu den USA auch dadurch bestimmt waren, dass die Russen und die Chinesen sehr viel Konflikte hatten. Da gab es auch irgendwann 68 oder so einen kleinen Krieg. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es geht darum, der Chinese denkt sich, schau mal, wir haben eine riesenlange Grenze. Die Chinesen haben auch Teile in Sibirien, die sie gern für sich beanspruchen würden. Die werden sich das irgendwann holen. Ja, ist doch gut, wenn die Russen jetzt ihre ganzen Soldaten da abziehen, sich voll in der Ukraine aufarbeiten. Lass doch den Russen in der Ukraine aufarbeiten, bis der Russe keine Kraft mehr hat. In der Zwischenzeit profitiert China, kann die Rohstoffe nehmen, kann sich irgendwann auch diese Gebiete nehmen, die sie wollen, weil der Russe immer schwächer wird. Also wie gesagt, es macht wahnsinnig Sinn, sich einmal aus der eigenen Haut, aus der eigenen Betrachtungsweise, aus dem eigenen Blickwinkel zu entfernen, zu distanzieren, von der Vogelperspektive einmal auf das ganze Geschehen zu betrachten. Denn dann versteht man auf einmal die andere Seite und versteht, dass die Wahrheit in der Mitte liegt, dass es kein Ja, kein Nein, kein Falsch, kein Richtig gibt. Es gibt nur verschiedene Betrachtungsweisen. In dieser Hinsicht, das Video ist vorbei. Lasst mir gerne Feedback, wenn es euch interessiert, ihr mehr solcher Videos haben wollt. Ich habe auf jeden Fall noch meine Zusammenfassung dieses Buchs unten verlinkt. Da sind mehr historische Beispiele drin. Lest es euch durch, denn davon kann man wahnsinnig viel lernen und wir sehen uns beim nächsten Video.